Ja, ich bin fassungslos. Ich stehe vor einer der beliebtesten Ausflugsgaststätten Berlins, Neu-Helgoland, das in Flammen steht. Das zweite Mal nach 15 Jahren. Es wurde mühevoll wieder aufgebaut. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Berlinerinnen und Berliner und für viele Musikfans, denn hier finden fast wöchentlich Konzerte statt von bekannten und weniger bekannten Gruppen. Es hat außerdem noch einige Hotelzimmer. Ich hörte gerade, dass hier Gäste beim Feiern waren und vollkommen überrascht waren, dass plötzlich Feueralarm gegeben worden ist. Und nun steht es hier in Flammen. Keiner kann sich erklären, warum die Flammen nicht zu löschen sind. Die Hotelbewohner haben es gerade so geschafft, ihre PKWs auf dem Hof zu fahren, die nötigsten Sachen zu greifen. Aber die meisten Sachen sind noch in den Hotelzimmern drin. Und sie stehen auch fassungslos und wissen gar nicht, wie sie die Nacht verbringen sollen. Es sind noch Prominente, die haben ja große Tafel an der Wand, wo Autogramme gegeben sind von vielen Musikern, Schriftstellern und anderen Künstlern, die hier aufgetreten sind. Aber in erster Hinsicht ist es halt eine Ausflugsgaststätte, eine der wenigen noch, die erhalten ist im Südosten Berlins.